Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Assassin's Creed 4. Und wie ihr seht, wir haben schon wieder das nächste Piratenschiff in... Also das nächste Dingensschiff in... erspäht. Die Navy-Dinger sind ganz schön zäh. Sir, das wird sie versenken! Sind bereit, Sir! Feuer! Gegner feuert! Spanier! Die sind allein, Sir! Captain, du reißt uns Feuer! Bitte. Ist gut genug! Leg die Hauptsegel in den Wind! Raus aus dem Wind! Aha! Feuer! Gib mir etwas wa- Weg hier! Legt ihr Minen in den Weg, wenn sie uns reichen. Feuer! Runter mit euch! Erwarten Befehle, Captain! Feuer! Scheiße! Lass die doch mal lenken! Dummes Schiff! Ach, die haben jetzt schon wieder Freunde gekriegt, toll! Feuer! Sie feuern! Fuck! Ich glaube, wir haben Schaden genommen! Ja! Mehr Segel! Alle Segel! Feuer! Sie feuern, Sir! Auf dein Zeichen, Kevin! Feuer! 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 Auf den Arsch! Achtung! Bist du verrückt, Captain? Feuer! Nimm die Kälte aus! Sind bereit, Sir! Feuer! Daneben! Verdammt! Sie feuern, Sir! Feuer! Ja. Haltet euch fest! Sollten wir ein bisschen Abstand gewinnen. Was sind sie denn jetzt da hinter dem Stein? Feigen Arschgeigen. Feuer! Wir machen so schnell. Feuer! Sind bereit, Sir! Ja, bist du mal hier? Feuer! Ihre Schwachstelle ist umgeschützt! Feuer! 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 Sind bereit, Sir! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Was denn noch immer? Weg! Oh, fuck off, ey. Macht euch bereit! Das war ein Treffer und das war's! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Ja, nee, ist klar, noch so ein. Ich muss jetzt erstmal hier weg. Lass hier uns nichts, Wasser! Mars und Topsegelberg! Jeden Fetzen Stoff in den Welt. Jetzt geht es, Jungs. Rettet sie in den Arsch und lasst die britischen Stahlschnecken. Kenway, lass mal bitte. Scheiß los.
Kenway! Kenway! Der Typ ist aber auch schon saudumm. Ich klicke und er... Nö, ich hab keinen Bock. Lass mich lieber aufspießen. Selber aus dem Kampf fliehen. Dein optionales Dingens mit Jägerschiff kannst du auch mal sonst wohin stecken. Wenn dann irgendwo ein Jägerschiff rumgammelt. Mein Schiff ist voll im Arsch. Marine ist fies. Da brauche ich erstmal bessere Kanonen. Was? Dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Waffnen und trimmen! Lasst uns Fahrt aufnehmen! Leesegel heißen, los geht's! Hoch, Leute! An die Bramsegel! Nicht genug Metall, weil ich natürlich mein Schiff reparieren musste. Ja, das ist schön. Feuer! Nach ein Schoner! Spanier! Die sind allein, Sir! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Da ist sie am Schlechten! Bereit machen für Aufschlag! Ja, habe ich die andere Kackschemme jetzt auch besiegt, ja? Ja, ich habe sie Kackschemme genannt. Ich muss noch irgendwann einen Piraten anheuern. Zieht sie ran, Matrosen! Muss sie nicht mehr viel anziehen. Ja, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der nervt mich. Was macht der denn immer für eine Scheiße? Ha, Kenway, kannst du mal kämpfen? Ich meine, boah, manchmal. Ach, jetzt funktioniert's wieder, ja, danke schön. Macht denn der da? Sonst geht's dir gut, ja. Der Pirat hat nichts gemacht. Ich bin dafür, dass wir den vom Schiff schmeißen. Das Gefühl, ich bin mit der Flying Lamb rum unterwegs. So eine Keilerei bei Gott. So wie das aussieht. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Einverstanden. Aha. Also, wie werden wir unseren schlechten Ruf wieder los? Mit Geldbursche. Ein hübsches Sümmchen an den richtigen Beamten und die Marine lässt dich in Frieden. Gut, dann tun wir das doch. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennenlernen. Gut mitgedacht. Ja.
Wir erkaufen uns also Anonymität. Segelreffen raus aus der Böe! Vorsegelreffen! Einholen! Einholen! Segel setzen! Bewegung! In die Bugwampen! Na los! Alle Segelreffen! Haltet kräftig dagegen! Hui. Keine Sorge, das ist normal. Das ist immer Erde. Lodge. Hi. Ach, mit dem muss ich gar nicht reden. Es scheint, als könntest du Hilfe bei der Flucht brauchen, mein Freund. Was? 200 kostet das? Du bist doch wohl... Sackgesicht. Also die Marine ist echt ätzend. Ich bin dafür, dass ich da erstmal noch bessere Kanonen habe. Was? Oh. Beweg doch mal deinen Arsch, Kenway. Da oben ist der, okay. Bin ich da so hoch? Wahrscheinlich kann der wieder gar nichts, weil der ist ja absoluter Kacknoob. Deine Vorfahren, also deine Nachfahren, können irgendwann sogar auf Berge hochkraxeln und du kannst gar nichts. Nur stöhnen. Oh, da ist eine Höhle. Kannst nicht mal elegant eine Truhe öffnen. Du brauchst dringend eine Ausbildung. Letargetieb. Oh mein Gott, jault die schön. Upsi. Entschuldigung. Ja, Mr. Kenway ist halt ein bisschen merkwürdig. Ich kann nichts dafür. Der hüpft immer so. Beweg halt dein Po. Beweg ihn. Junge, hoch. Danke schön. Ah, der Mann. Macht mich wahnsinnig. Bei dem ist es irgendwie wieder so hakelig wie damals bei Altair. Plötzlich sind wir wieder unauffällig. Das an der Klippe vorbei. Der Captain kommt wieder. Frisch gewaschen. Mehr oder weniger. Hättet mir ruhig einen Steg rüber machen können. Ach, zu Captain-Dingens gehen. Hui. Hi. Wo ist denn der Typ, der vorher nur auf dem Schiff rumgesessen hat? Da müsste ich eigentlich mal in den Arsch treten. Gepflegt. Für Faulheit. Oh, ich krieg neue Klamotten. Echt jetzt? Wow. Edward Kenway's Kutte. Was kriege ich jetzt? Ah, ja. Ezio. Oh, Ezio ist Robe. Das passt ja sowas von ins Piratenzeitalter. Connors Robe passt auch voll ins Piratenzeitalter. Freibeutermontur. Piratenkapitän kostet gleich 8000. Wollt ihr mich verarschen? Also ich kann nur die Sachen anziehen.
Mhm. Die Robe seines Enkels, schon klar. Ratoku Kaka. Besser was. Die sehen alle scheiße aus. Tut mir leid, aber das sieht dumm aus. Naja. Muss ich erstmal was kaufen. Naja, Kanonen. Kann ich das? Ja, also. Das gibt's ja wohl nicht, dass ich da wie so ein Honky mit den Kanonen da so rumpupsel. Kommen Sie in der Geschichte voran. Mi, 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 mi. Okay. Das ist doch blöd. Wie sieht das denn aus? Ah ja. Geisterschiff Revolution. Wie ich wieder in der Hauptgeschichte immer überall vorankommen muss, bevor ich sowas machen kann. Ich kaufe mir bestimmt keine hässlichen, verrotteten Drecksegel. Was stampft ihr da oben so rum? Wie soll denn da einer schlafen? Wo habe ich überhaupt ein Bett? Ich hab keins. Ich schlaf mit einer Kanone in meiner Kajüte. Das ist voll uncool. Ich hab nicht mal ein Bett. Was ist das für ein Scheiß? Yeah, wir haben Kanonen. Woo! Wenn er will ich schwarze Segel haben oder sowas. Keine Ekel. Gammelblau, oder was das war. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest. Ohne Nein, Probleme. Danke. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Nein, von Schwein. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Hi. Eine gute Idee. Ich darf dann wieder reinschleichen in die dumme Scheiße. Warum hängen da drei eklig Totenköpfe über meiner Kajüte? Das ist ja wohl voll widerlich. Bäh. Oh, ich habe Säcke Zucker geplündert. Das ist schön. Das Jagdschiff habe ich nicht gefunden. Das ist nicht schön. Ich möchte bitte die Dekoration umändern. Das ist ja wohl ekelhaft. Welche Totenköpfe da in meinem Dingenskirchen? Wo bleibt der Junge mit dem Handwerk? Keine Ahnung. Adoptier einen. So, wo müssen wir denn hin? Gottes Willen. Wieder da hinten. Was ist das? Unentdeckter Ort. Oh mein Gott. Oh. Meine Herren, ich habe so viele unentdeckte Orte, da kriege ich ja die Krise. Aber jetzt mache ich erstmal hier weiter. Ich will nämlich, hoffe ich doch mal, endlich mein Schiff ein bisschen anders aufwerten. Segel setzen! Das nervt mich nämlich. In die Wanden, Hauptsegel setzen! Und da steht ja bei allem, was ich machen will, steht die ganze Zeit da, du musst in der Hauptgeschichte weiterkommen. Ich vermisse schon direkt, dass jemand mit mir quatscht und sagt, hey Desmond, du musst mal bla bla machen. Wir sind außer Gefahr, Sir. Wir waren doch gar nicht in Gefahr. Ihr spinnt doch. So viel Segel wie. Ja, volle Power. Go, go, Schiffi, Schiff. Solltest du mich rahmen, der Herr? Moment mal. Machsegel fest, Sommer! Mit Schmackes, Jungs! Oh, weg. Ich habe jetzt keinen Bock auf Spanier.
Der nervt mich nämlich. Was singt ihr denn jetzt schon wieder für ein Zeug? Ach, die Lieder werden immer blöder. Oh, Sperrgebiet. Hori, 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 ho. Oh, Treibgut. Meins. Aufteilen! Nehmt Druck vom Bau! Genau, galt euch auf! Männer, Rahmsegel einholen! Wie soll ich jetzt da unauffällig reinkommen im Sperrgebiet? Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Ich schwimme einfach, oder? Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten! War rein theoretisch? Das ist aber nicht die Plantage, die ich überfallen soll, oder? Das ist einfach nur eine windige Insel. Das ist die Plantage, die ich... ja. Einholen und aufgehen! Großsegel rein, Bramsegel reffen! Ich mag das jetzt umständlich, weil ich glaube, da vorne war der Hafen, aber ich ruder da jetzt nicht rum. Captain Drottel-Joe, findest du... Ja. Danke. Mist. Captain ist im Meer! Ja, Captain stinkt, deswegen muss er im Meer schwimmen. Würde ich euch auch mal empfehlen. Netter Schatten. Hallo, ich bin der Mann, der aus Wasser kommt. Hundi! Hundi! Oh! Hey du, Typ, der eigentlich eine Frau ist. Bist du Jack Sparrow oder so? Du bist doch eine Tussi. Du bist doch kein Typ. Kein Mann redet so, wie du redest. Seht nur, der Bastard des verstorbenen William Kidd. Immer noch ein Knabe und doch... zehnmal teuflischer, als sein Vater es war. Schön, dich hier zu sehen, Kenway. Immer noch schick und gemein. Hast du dieses Kostüm von einem Dandy in Havanna? Nein, Sir. Ich habe es von einer Leiche. Einer, die kurz vorher noch herumlief und mir Frechheiten ins Gesicht sagte. Ein halbfertiger Fisch. Also... was habe ich da über einen Angriff auf eine Plantage gehört? Kannst kein Geheimnis behalten, was? Jedenfalls nicht gut. Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei. Von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Wenn du seine Plantage überfällst... eindeutig, Natussi. Zeig ich ihn dir. Ich will. Aber nicht heiraten. Nur damit das klar ist. Nicht, dass wir hier uns falsch verstehen mit dem Ich will und so. Gehört diese Plantage einem gewissen Backford? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Oh, genau du die Art, voll die ich komisch. Habe. Oh. Yeah. James. Dein Verwalter ist hier irgendwo. Finde und verfolge ihn. Und er führt dich direkt zur Beute. Du hast dir deine Oberweite abgebunden, gib's zu. Du gehst nämlich nicht... ja gut, in dem Spiel gehen alle komisch. Aber du bist... ich muss V drücken. Trotzdem bist du eine Dingens. Du bist eine Frau. Ich bin doch nicht doof. Wartet kurz. Ich kann euch helfen zu verschwinden. Blablas Gesandten aufspüren. Ja, und dann soll ich ihn töten.
Raffel. Wie blöd seid denn ihr? Ja, du kannst die Story ganz einfach haben. Da war ein Verrückter, der kam aus dem Busch und hat zwei Idioten umgebracht, die nicht gemerkt haben, dass da einer im Busch sitzt. Hier soll irgendwo eine Schatztruhe sein. Ah! Gleich zwei. Manchmal sind die echt... Ich bin echt so ein Yo-Ho-Ho-Piraten-Jo-Ho-Typ. Ich bin anscheinend zu sehr verwöhnt, weil Connor war ja auch etwas eleganter. Auch wenn er... Ja. Hä? Dingens war. Mr. Beckford weiß, dass unsere Preise angemessen sind und auch die Qualität ist solide. Ich hab V schon gedrückt. Es beruhigt mich, das von euch zu hören. Trotz aller Eigenarten eurer Unternehmung hier seid ihr zweifellos Männer mit Urteilsvermögen. Habe ich doch. Ich bin unauffällig. Gehört zu dem Pärchen. Yes? Ja, hi. Muss mal kacken. Ups. Entschuldigung. Sollte nicht so laut sein, der Herr. Ich muss immer noch. Burford, Manning, zu mir. Hier sind wir fertig. Hi, Sir. Wie ist unser Kurs? Wir kehren zur Plantage zurück und machen eine Bestandsaufnahme. Es war eine gute Ernte dieses Jahr. Ihr solltet nicht so laut reden, Sir. Dies ist gewiss kein freundlicher Hafen. Nonsens, Mann. Ich hatte eben ein erfreuliches Gespräch mit einem Burschen. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wie ihr meint, Sir. Leinen los und ankerlichten, Burschen. Wir fahren heim. Oh, scheiße. Los, hoch! Geh halt runter von dem dummen Scheiß! Du Spacko! Captain, du siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. Diesen Anblick kenne ich. Gut beobachtet, Andy. Ich habe einen von Beckfords Männern großspurig über seine Plantage reden gehört. Und all die Waren, die sie dort lagern. Da kam mir die Idee, dass ich ihm diese Waren abnehmen und zu einem viel besseren Preis verkaufen könnte als... Oh nein. Ah, ein Mann mit Vision. Mir gefällt die Idee. Ja, ich weiß, Sperrgebiete. Vorsicht, Captain! Diese Gewässer werden vom Feind bewacht! Halt, Adi. Ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie. Von Backbord, Captain! Treib gute Sicht, Captain! Klär halt noch ein wenig lauter. Ich dachte jetzt, du hast denn irgendwann Feind gesehen. Müssen aufpassen, dass man diese... Oh, fuck, 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 fuck. Scheinwerfer-Heinis nicht unbedingt dran haben. Muss sich gelockert haben, als sie getroffen wurden. Oh, oh. Kriegsschiff in Sicht, Captain! Ja, ich kann ja nicht mehr Gas geben. Verdammte Royal Navy! Die sind allein, Sir! Ist mir scheißegal. Ich würde ja gerne mehr Gas geben, geht aber nicht.
Segel eh schon am Arsch von sonst wo. Der Mann arbeitet für Peter Backfords Leute. Kennst du sie? Die Backfords und ihr Zuckerimperium? Aye. Ich hab ein Schiff brüchig zurückgelassen. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Ei. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedet? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wow. Scheiße, eine Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Das kannst du nahe zu ankern. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jackdaw. Wow, was uns noch so erwartet, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.